Da musst du jetzt viel zu sagen. Ganz viel. Ich werde da extrem viel zu sagen. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss jetzt gleich ganz, ganz, ganz viel erzählen zu diesem tollen Bier in diesem neuen, tollen Tasting. Heute gibt's, sag erstmal Moin. Moin. Sag Moin. Heute gibt's das Tangerine Express IPA von der Stone Brauerei oder Stone Brewing Company heißen die wahrscheinlich, ne? Oder wie heißen die? Stone Brewing GmbH. Die Jungs kommen eigentlich aus den USA, aus Escondido, irgendwo Südkalifornien. Gibt seit 96. Die haben jetzt gerade aufgestockt auf eine 700.000 Hektoliter Kapazitätsanlage. Also die können im Jahr 700.000 Hektoliter brauchen. Also nicht mit einem Sud natürlich. Wie groß die Anlage ist, weiß ich ehrlich gesagt. Für Craft Beer schon eine ganze Menge. Die 10th größte angeblich in den USA. Hm. Auf jeden Fall sind die auch in Berlin jetzt ganz aktiv und haben da so eine Art Biertempel gebaut, wie mein netter Kollege mir sagte. Also eigentlich ist es die Brauerei, die sind jetzt halt nach Europa gekommen, beziehungsweise nach Deutschland und haben die im Herzen Berlins irgendwo, ich glaube, es ist schon ziemlich zentral. Klingt auf jeden Fall gut. Im Herzen Berlins. Wir waren leider noch nicht da, auch da wollen wir gerne nochmal hinfahren. Eine Riesenbrauerei gebaut, aber von allen ist eigentlich dasselbe zu hören, die bisher da waren, dass es wie ein Biertempel sein soll, also ein Riesengebäude, wunderschön soll es sein, mit quasi so einer Art Biermuseum oder so. Wie gesagt, selbst noch nicht gesehen, aber das soll eine Reise wert sein und all den Leuten, die mir das bisher erzählt haben, glaube ich das und dementsprechend müssen wir da auch irgendwann mal hin. Da wird auch noch Platz für uns sein, da passen nämlich irgendwie über 1000 Leute, können in der Gastronomie wieder Platz nehmen und haben da eine ganz gute Auswahl, über 60 Biere schenken die aus. Aber jetzt sag mal, was ist denn das für ein Bier? Es ist ein IPA, ein India Pale Ale. Ich hab's gekauft, weil es in der Dose ist und ich stehe auf Dosenbier bekanntermaßen. Und diese Dose ist auch noch endlos recycelbar, wie da drauf steht. Es ist ein Tangerine so oder Tangerine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Express IPA mit Tangerine. Das ist eine Art Mandarine. Okay. Die Beraterin eine in Tangerine. Dem Bierladen meinte, ja, eigentlich ist es Mandarine, darf man nicht so nennen. Also, aber am Ende ist es das Gleiche. Also müsst ihr nochmal nachlesen, was genau eine Tangerine ist. Und Pineapple ist auch noch drin. Also Ananas, ne? Jedes Mal verwechsel ich, aber Ananas. Ananas haben sie auch noch mit reingeschmissen. Hat 6,5%. Eine recht schicke Dose, wie ich finde. Und IPA finden wir eh gut. Das wird jetzt übrigens auch in Berlin direkt gebraucht. Ja, Ananas. Ananas. Ananasse. Ich vergesse es auch jedes Mal. Ananas. Noch was zu Stone? Nö, wir wissen ja eh nicht mehr. Nee. Ach, Hopfen, Hopfen, Hopfen. Haben Sie geschrieben, was für ein Hopfen drin ist? Tangerine. No. Mandarine, da steht doch Mandarine drauf. Da steht Mandarine, ja. Orangenschale, Hopfenhefe, Ananas. Reißt er mir das aus der Hand? Oh, riecht wie unser Mandaripa. Also der Hopfen könnte Mandarina Bavaria sein, aber es ist halt auch Mandarine und Orangenschale drin. Dementsprechend kann der Geruch natürlich daher kommen. Gleich haben sie auch gar keinen Hopfen drin. Hopfenfreies IPA. Ist das okay für schon? Alter, guck dir das an. Da ist ein Schneegestöber drin. Das sieht aus wie eine Schneekugel. Hier, so eine Weihnachtskugel. Schneekugel heißt das. Diese Wackelkugeln. Ja. Und auch hier wieder. Guck dir das an, wenn du das so schwenkst. Voll geil. Yeah. Alter, wie gut das aussieht. Ich stehe mal daneben, ja, ein Schlückchen brauchen. Also, ich finde, es sieht geil aus. Ehrlich gesagt sieht es aber auch beängstigend aus. Aus, als wäre es vergammelt. Ist ja vielleicht auch, weiß ja noch nicht. Also, da sind richtig, yes, richtig dicke weiße Flocken drin. Aber da war eben auch schon Heidelbeer-Dings drauf. Boah, krass, ey. Also, wenn das Auge mittrinkt, würde man das nicht nehmen. Nee, das stimmt. Es sieht so aus, als wenn wir dieses Bier kauen müssen. Darauf freue ich mich. Mandarine, also ist ja klar, dass da irgendwie... Nee, klar ist es nicht, aber... Und Orangenschale. Klar ist es auf gar keinen Fall. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch Ananas und nicht Mandarine. Von der Farbe käme das ja auch wieder sehen. Dann müssen wir mal eine Bier erstmal geruchen. Erst anstoßen, dann... Das ist wieder so typisch. Heiß machen. Also Mandarine finde ich deutlich überwiegend, deutlich dominanter. Aber eine Ananas riecht ja meist auch nicht so krass. Aber
Es ist wieder mal das Problem. Wenn man weiß, was drin ist, dann kommt es ja auch einem direkt in den Kopf. Wir sollten vielleicht einfach immer blind testen, obwohl dann wird es gar nichts. Dann wird es gar nichts, genau. Wobei? Aber ich bilde mir ein, dass ich die Ananas hier auch rieche. Oh. Du hast doch schon gesagt, was du riechst. Aber ich finde es sehr lecker riechend. Also, hast du schon. Nein, meine Lippe ist reingekommen. Die Chance habe ich genutzt. Prost, wollen wir ihn erlösen? Ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich sagen will. Es ist auch ein bisschen bitter, ne? Sehr bitter. Ich finde es sehr bitter. Fast mehr bitter als fruchtig, oder? Vor allen Dingen nach hinten raus wird es... Ist es dann nur noch die bittere, weil alles andere dann verschwindet? Wieder mal finde ich, dass wir uns echt nicht verstecken müssen mit unserem Mandariper. Wir sollen nicht mal Werbung für uns machen, aber das muss. Also es schmeckt mir gut. Aber wenig Frucht im Geschmack. Hätte ich auch mehr erwartet. Also da ist jetzt hinten raus fast nur noch bitter. Dass da jetzt irgendwie auch noch Fruchtfleisch mit drin ist, davon... Merkt man vielleicht auch zum Glück nichts. Also man merkt das vom Gefühl her auch nicht. Nee, genau. Aber geschmacklich denke ich jetzt, oder finde ich jetzt auch nicht, dass da großartig Frucht mit. Und Ananas merke ich man gar nicht. Man merkt jetzt keine Brocken über die Zunge wandern. Beim ersten Schluck dachte ich noch, dass ich Ananas habe, aber jetzt muss ich auch sagen, nö, gar nicht. Jetzt ist das Bittere so präsent, dass auch beim nächsten Schluck ich noch weniger Frucht wahrnehme als beim ersten. Schüttel mal ein bisschen die Kohlensäure in deinen Mund raus und behalte das mal länger im Mund. Ich bilde mir ein, wenn sich das ein bisschen erwärmt im Mund und die Kohlensäure weg ist, dass man dann ein bisschen mehr Frucht und dann auch ein dezentes Ananasstück im Mund hat. Ist manchmal schwer für dich, aber... nee, aber findest du nicht, wenn ich, vielleicht ist es auch ein Ticken zu kalt schon, habe ich eben gedacht. Nö, oder das man, ich nicht. Man soll IPA also ja auch recht kalt trinken. Aber das ist schon eine ganz schöne Granate, finde ich. Also so bitteres Bier habe ich lange nicht mehr getrunken. Nö, also mir gefällt das gut. So, aber weil ich auch gerne bitteres Bier mag. Das wird aber vielen, glaube ich, nicht so gut gefallen tatsächlich. Vor allem, wenn man, das lockt ja sozusagen mit Frucht. So, ne? Also sieht ja erstmal... Und die im... Die finde ich dann, wenn die mit Frucht... auch schon langsam weg ist. Wenn die mit Frucht werben, muss auch ein bisschen mehr Frucht vom Geschmack her drin sein, finde ich. Aber abgesehen davon gefällt mir das gut. Es hält nicht ganz das, was es vielleicht verspricht. Totale Bitterbombe. Ist ganz cool, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Ich bleib dabei, mir gefällt das ganz gut, aber ein kleines Aber ist dabei. Ein bisschen mehr Frucht wäre schön gewesen. Aber jetzt habe ich wieder Frucht. Jetzt, ich habe jetzt ein bisschen länger nicht getrunken. Jetzt nur ein kleinen... Jetzt habe ich wieder. Und jetzt habe ich auch eine ganz deutliche okay, Ananas. Dann mache ich auch nochmal. Krass, ja. Habe ich es doch gesagt. Ganz viel Frucht. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüssen. Ciao.